Die Reihe über feste Shampoos gibt es ja jetzt schon eine ganze Weile auf meinem Kanal. Und ich habe immer wieder gesagt bekommen, probier mal Lamazunas aus. Und Lamazunas kenne ich noch von der Vegan-Box. Da habe ich die Sachen meistens immer drin gehabt. Und das gehört einfach in meine Reihe rein, weil es eine beständige Marke ist, eine gute Marke. Und was ich von diesem Shampoo halte, das ist was ganz Besonderes. Das erzähle ich dir nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal, die kleine Coco. Und ich stelle euch heute ein Lamazunas Shampoo vor. Das ist ja das mit dem Zebra. Und man muss sich das so vorstellen. Lamazunas ist eine sehr bekannte Marke. Ich glaube, das waren sogar auch eine der ersten, die diese festen Shampoos rausgebracht haben. Also die ich zumal auch wahrgenommen habe. Außer Lush. Ich glaube, Lush war noch ein bisschen früher. Aber die waren schon kurz dahinter, dass sie halt eben Produkte rausgebracht haben wie Zahnpasta ohne Verpackung. Also die sind da recht schnell sehr weit gewesen. Und sie sind aber auch in ihrer Art und Weise ein bisschen preisintensiver. Also man kann das jetzt nicht mit einem Shampoo von DM vergleichen, weil das hier kostet, ich habe euch was Billigeres rausgesucht, 9,11 €. Ich habe es euch in der Infobox reingepackt. Das ist der Preis von Flaconi. Ich habe ein bisschen mehr bezahlt. Man muss sich das so vorstellen. Also ich sehe immer wieder auch bei Facebook, in so Gruppen etc., dass Menschen sagen, ja, festes Shampoo funktioniert bei mir nicht. Nicht jedes feste Shampoo ist gleich. Die einzelnen Haartypen-Shampoos von einem Hersteller sind gleich oder ähnlich, nicht gleich, ähnlich, weil das sich ja doch nochmal so ein bisschen von den Inhaltsstoffen abhebt. Aber jeder Hersteller macht es so ein bisschen anders. Und so ist Lamazunas natürlich auch unwahrscheinlich ja, eigen, was die Form betrifft. Die Form ist aber die beste Form, die es für ein festes Shampoo geben kann. Das ist klein, das ist praktisch und du wirst halt verleitet, an der Unterseite das Ganze abzubrauchen, was gut ist, weil wenn du irgendwann mal nur noch ein kleines Blättchen in der Hand hast, dann wird es halt nach oben hin immer so ein bisschen kleiner, ne? Also es sieht aus wie so ein kleiner Napfkuchen. Da sieht man die Form noch komplett. Ist also richtig perfekt. Die runden, festen Shampoos, die sind eigentlich so am ungeschicktesten, das sage ich ja auch immer wieder, weil man eben durch die zwei ja, Seiten verleitet wird, das eben zu verwenden. Und irgendwann hat man halt nur noch eine dünne Platte. Deswegen gehe ich bei so runden meistens immer her und brauche die Seiten ab, damit es von der Form her halt irgendwann quadratisch wird. Also quadratische sind schon auch ganz geschickt. Und ja, die Form ist halt richtig cool. Das ist ein Kräutershampoo für fettige Haare. Ihr wisst, ich habe im Moment unwahrscheinlich Probleme mit fettigen Haaren. Die können fetten, das ist abartig. Ich habe die Pille abgesetzt vor über einem Jahr und meine Haare drehen durch sozusagen. Lamazunas hat kein Sulfat, es ist ein Tensid im Produkt drin. Man merkt es aber, also es schäumt nicht so. Und es ist ja gerade bei fettigen Haaren genau richtig, weil wenn du ein Sulfat verwendest, was dann auch noch austrocknet, ist ja bei fettigen Haaren super kontraproduktiv, weil die Haut ja nachfetten will. Also das muss man immer erst so ein bisschen verstehen. Es hat bei mir auch unwahrscheinlich lange gedauert, bis ich das verstanden habe. Ich würde dieses Shampoo niemals am Körper anwenden, weil durch diese grüne Tonerde, die hier enthalten ist, du so ein bisschen immer so abgepudert bist auch auf der Haut. Also wenn du die Haare wäschst mit diesem Produkt, hast du gleich so das Gefühl, als hättest du Trockenshampoo drin. Du hast Grip in den Haaren. Das ist das, was ich immer gesagt habe. Durch das Absetzen von der Pille habe ich weiche Haare und mir fehlt dieser Grip in den Haaren. Weil früher habe ich einmal pro Woche gewaschen und dann war es auf einmal so, dass ich fast jeden Tag die Haare hätte waschen sollen. Und da ist so ein Produkt einfach richtig gut, weil das, also das bringt dir diesen Grip in die Haare durch eben die Tonerde. Was allerdings auch ist, ich verwende es selber ja als Trockenshampoo Heilerde. Und nach 5 Tagen ist es bei mir dann schon so, dann will ich die Haare waschen. Und nach dem Waschen möchte ich halt schon so ein Gefühl von sauberen Haaren haben. Und wenn man das hier anwendet, ist es halt schon so,
Man hat diesen Grip hat gleich in den Haaren. Also das Haar fühlt sich dann schon stumpf an. Ist ja auch logisch wegen der Tonerde. Jetzt braucht man nicht meinen, ach, das ist deswegen grün, wegen der Tonerde. Vielleicht auch mitunter, aber es wurde nachgeholfen mit Eisenoxid. Also es sind hier nur Bioprodukte drin und es sind echt nur natürliche Produkte drin. Und die Inhaltsstoffe sind so wenig, ich blende sie euch jetzt mal ein, dass du da echt keine Bedenken haben musst. Ich merke nur, wenn ich zu oft mit dem Shampoo wasche, bei mir ist es halt durch die fettigen Haare und durch das Peeling absetzen und so immer so, dass meine Haare, meine Kopfhaut immer in eine Richtung tendieren dann. Das kann halt dann sein, dass ich eine Pilzinfektion wieder auf dem Kopf bekomme, die ich jetzt erst wegbekommen habe. Also ich muss da gerade immer so ein bisschen abwechseln. Und dass eben die Kopfhaut so einen Ausgleich hat. Also nur das Verwenden geht an meiner Stelle nicht. Und mein Haar ist auch so, ich hab ja viele Haare, aber ich habe feines Haar, dass mein Haar schon ab und zu mal so eine Grundreinigung mit Sodium-Laurylsulfat braucht. Bin ich ganz ehrlich. Also dass die Haare mal so richtig schön durchgewaschen werden. Dann fühlen sich meine Haare am allerbesten an. Und hier ist eben ein Tensid enthalten. Man merkt es eben auch, wenn man damit wäscht, dass dieses Sauberheitsgefühl und dieses Schäumen halt nicht so durchkommt. Ich verwende, wie schon erwähnt, Heilerde und ich möchte die Heilerde natürlich auch irgendwann mal aus dem Haar draußen haben, bevor ich wieder neue anwende. Und wenn ich das mit dem Shampoo hier mache, kriege ich sie nicht so richtig gut raus. Also da kann es dann passieren, dass ich schon dreimal hintereinander das anwenden muss, dass ich halt wirklich alles irgendwie von der Kopfhaut runterbekommen habe. Ja, da ist es mit einem Shampoo mit Sodium-Laurylsulfat, das ein bisschen besser schäumt, ein bisschen besser reinigt, ist es dann schon leichter. Aber generell muss ich sagen, ist so ein Shampoo, wenn du fettige Haare hast, ohne Sodium-Laurylsulfat das Allerbeste. Also versuch dich da am besten wirklich ein bisschen aus. Es ist anders, es ist definitiv anders und deine Haare werden am Anfang rebellieren, deine Kopfhaut auch, wenn du auf so ein festes Shampoo umsteigst und auch noch so eins mit so natürlichen Produkten. Da wird dein Haar und deine Kopfhaut erstmal vielleicht sogar ins Negative übergehen. Ja, also diese Zeit, die muss man der Haut und dem Haar geben, weil gerade wenn es halt so natürliche Inhaltsstoffe sind, war am Anfang bei mir auch so. Ich verwende jetzt so feste Shampoos schon so lange, dass ich eher von einem normalen Shampoo Probleme kriege inzwischen, also dass mir die Kopfhaut juckt etc. Also es macht schon auch viel aus. Die Form ist einfach wunderbar. Ich werde oftmals zu dem Duft der Shampoos ausgequetscht. Das vergesse ich immer ein bisschen zu sagen. Das ist Kräutershampoo. Es riecht wie eine Seife und ein bisschen nach Kräuter. Also es sind Duftstoffe drin, aber nicht so viel. Absolut nicht viel. Also es ist recht natürlich. Und für jemand, der halt Duftstoffe nicht ganz so gut verträgt, ist es echt eine gute Sache, muss ich an der Stelle sagen. Also sehr empfehlenswert, besonders bei fettigen Haaren. Und ich habe ja den einen oder anderen auf meinem Kanal, der eben unter dem Problem leidet. Also für fettige Haare ist es eine optimale Sache. Man muss vielleicht so an dem einen oder anderen Rädchen drehen und vielleicht ein anderes Shampoo noch dazu nehmen zum Abwechseln. Weil nur mit dem Shampoo komme ich beispielsweise nicht so wirklich klar. Aber meine Haut ist halt nicht die einzigste und meine Haare stehen nicht für alle Haare, die fettig sind. Deswegen bist du gefragt, hast du Erfahrungen mit diesem Produkt gemacht? Wenn sie auch negativ sind, also wenn sie von meinen wirklich sich abheben, schreib das gerne unten in die Kommentare. Das hilft nicht nur mir, das hilft meinen Zuschauern, die dieses Video sehen und überlegen, ah, soll ich das jetzt kaufen oder soll ich das nicht kaufen? Sie sagt das. Der Zuschauer schreibt es. Ah, ich bin noch am Überlegen. Also es ist wirklich wichtig, dass man halt wirklich auch unterschiedliche Meinungen eben dann auch als Kommentar unter dem Video hat. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, von dir zu hören und ich melde mich an der Stelle jetzt mal wieder ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gib mir noch einen Daumen nach oben, falls dir mein Video gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.